Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. So, wir sind noch lange nicht da. Wir sind noch gar nicht so weit gekommen, aber hier ist wieder so ein kleines Jägerlager. Ich dachte mal, das können wir mal wieder zusammen durchsuchen. Schauen, was wir hier so Schönes finden. Und es hat sich gelohnt eigentlich so ziemlich gar nicht. Doch, eine Bronzeaxt, bisschen Feuerholz. Brennholz ist nie verkehrt. Oh, ein Eisenmesser. Sehr schön, das können wir bestimmt gut verkaufen. Wir legen das Feuerholz am besten wieder weg, weil wir sind mal wieder zu schwer. Warum haben wir denn immer so viel Scheiße dabei? Ich hätte ja vielleicht mal da in der Ortschaft was verkaufen können, oder? Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt gewesen. Gewicht 0,2, Gewicht 14. Komm, dann legen wir die 14 Steine weg. So, dann können wir wenigstens wieder laufen. Mehr war da jetzt nicht, oder? Habe ich was übersehen? Steine, Feuerholz, Axt habe ich genommen, Messer habe ich genommen. Sonst scheint hier nichts zu sein. Gut, schade. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache hier mal wieder einen Cut. Und wir sehen uns entweder im Dorf oder, falls was passiert, unterwegs. Bis gleich. So, da sind wir wieder quasi bei Domagoj angekommen. Allerdings werden wir hier einmal kurz ums Lagerfeuer gucken, ob wir hier nicht einen Holzfäller finden. So, was kannst du? Jagen kannst du und Handwerk. Was kannst du? Handwerk. Es gibt in diesem ganzen Spiel keinen männlichen Holzfäller. Habe ich so das Gefühl. So, Domagoj. Oh Gott, der sieht verzweifelt aus. Guten Tag auch. Domagoj, ich bin gekommen, um dich um deine Hilfe zu bitten. Du kommst immer gleich zur Sache, was? Tut mir leid, es ist nur, die Angelegenheit ist dringend. Was habe ich damit zu tun? Kestrel meinte, du schuldest ihr einen Gefallen. Das meint sie, hm? Verdammt, dieses Weißbild. Und ich dachte, sie mag mich einfach nur. Ich kenne die Details eurer Beziehung nicht. Vergiss es, was braucht sie? Es geht um einen alten Mann, der das Tal verlassen muss und dafür Begleitschutz braucht. Es würde sicher nicht mehr als 2 Tage in Anspruch nehmen. Entschuldige, dabei kann ich euch nicht helfen. Aber warum nicht? Ich habe meine Armbrust nicht mehr. Sagen wir, dass sie mir aus den Händen gerutscht ist, weil ich ein Dummkopf bin und diesen dummen Rätselspiel verloren habe. Wenn ich dir eine neue Armbrust besorge, dann würde ich es machen. Ich komme mit einer Waffe zurück. Es gibt doch gar keine Armbrust, oder? Na, wieder da. Ich suche noch nach der Armbrust. Muss ich da erst eine neue Quest annehmen für? Denn sie fischen nicht, was sie tun. Sprich mit Ida. Ja, das war wieder Idas tolles Rätsel, richtig? Die ist aber auch manchmal... Gut, wir haben hier bestimmt einen Händler, wo wir ein bisschen unsere Taschen leer machen können, oder? Da ist ein Wirt. Da ist ein Fischer. Ach, du bist der Fischer. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn? Fischbär, ui. Der Bogen ist fast kaputt. Eisenmesser. Bringt uns 99 Münzen verkaufen, wa? Oh, der Langbogen, der ist gut, da freue ich mich. Ist das... den müssen wir auch bestimmt Alvin wiedergeben, ne? Da freue ich mich nicht so drauf. Bronzeaxt 94 verkaufen wir. Eimer brauchen wir derzeit noch nicht. Kannst du haben. Holzschaufel. Na, die hält eh nicht mehr lange. Dann hält man die erstmal noch. Eimer mit Wasser. 0 von 10 kannst du alles haben. Holzteller kannst du haben. Holzbecher, Holzlöffel, Holzrad. Mittlerer Weidenkorb. Darfst du alles haben. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ida ist da hinten, ne? Lass uns nochmal in Lesnica vorbeischauen. Habe ich jetzt den Wegpunkt richtig gesetzt? Ja. Ob die da nicht einen brauchbaren Holzfäller haben? Das kotzt mich so langsam an. Wir brauchen unbedingt einen Holzfäller. Und wir müssen unbedingt was essen. Das kotzt mich noch fast noch mehr an. Und satt. Reicht. So, wir speichern. Und ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns da. Oder vielleicht sind ja auch wieder Banditen unterwegs oder irgendwas anderes passiert. Sehen wir dann gleich, ne? Bis gleich. So, da sind wir wieder, ohne besondere Vorkommnisse durchgekommen. Wir gucken jetzt hier mal, ob wir einen Holzfäller finden.
der bei uns einziehen möchte, hoffentlich. So, dann werden wir auch schon bald zurückgeportet, ne? Gehe ich mal von aus. Jo, was kannst du? Nix. Och Mann. Irgendwie kommt mir ein bisschen verarscht vor. Gut, wir werden sowieso bald zurückgeportet. Dann ist Herbst, dann müssen wir uns erstmal wieder um unsere Klotten da kümmern. Dann gehen wir nach Borrowwood zu Ida, würde ich vorschlagen. Danach nach Baranica. Tuki und Rolnica. Wir könnten zwischendurch auch mal bei Alvin vorbeigucken, würde ich vorschlagen. Einfach nur. Schauen wir uns noch nach Rolnica? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich setze mal den Wegpunkt und wir laufen mal nach Rolnica, aber ich gehe mal davon aus, dass wir vorher zurückgeportet werden. Ja, bei Ivy müssen wir vorbeischauen, was der von uns will. Unsere Angebetete müssen wir wieder besuchen. Obwohl, müssen wir eigentlich nicht, ne? Wir haben Zuneigung 100. Wahrscheinlich wird es nicht mehr. Aber Alvin können wir vorbeischauen. Ich weiß nicht, wer der Jäger ist, der den Bogen loswerden will. Vielleicht ist es Sambor. Wollen wir mal gucken. Sambor will ja nicht mehr jagen gehen. Ich weiß nicht, das ist so eine Straße. Hier könnten tatsächlich wieder Banditen sein, oder? Wir haben zwar nur einmal welche gefunden, aber man fühlt sich schon voll wie ein Profi. Aber ich muss sagen, das mit den Banditen war jetzt tatsächlich spannend. Und hat mir besser gefallen, als ich dachte. Eigentlich habe ich gedacht, so Banditen passen irgendwie nicht ins Spiel. Aber wenn sich das so verhält, dass die wirklich nur ab und zu mal am Wegesrand lauern, finde ich das gar nicht mal so schlimm, muss ich sagen. Die könnten dann allerdings noch etwas häufiger sein als einmal alle Jubeljahre mal. Allerdings auch nicht zu häufig, ne? Nicht falsch verstehen. Ich will nicht jeden Tag gegen Banditen kämpfen müssen, sondern so. Ja, ich schätze mal so zufallsgeneriert auf manchen Wegen halt. Vielleicht, das haben wir auch noch nicht die richtigen Wege genommen. Vielleicht sind wir zu weit in der Mitte von der Map. Immer unterwegs. Rostovia ist zwar nicht ganz mittig, aber doch relativ dicht dran an der Mitte. Und da bewegen wir uns ja meistens. In den Bergen können sie sich natürlich mit ihrem Camp besser verstecken, muss man auch dazu sagen. So, ein Wiesent. Und noch ein Wiesent. Ich will gar nicht euch angreifen. Ihr könnt eigentlich weiter spazieren. Au! Drecksviech! Lass mich in Ruhe! Was soll das? Ich sah nur, du kannst uns in Ruhe lassen. Das ist alles... Na gut, Leute. Ich würde sagen, ich mache einen Cut und laufe ein bisschen offscreen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir wurden zurückgeportet, haben den Weg nicht geschafft. Aber ist nicht schlimm. Ich habe noch ein bisschen Feuerholz geklaut für uns. So, dann wollen wir doch erstmal gucken. Wahrscheinlich müssen wir hier erstmal ernten ein bisschen, ne? Ich lege mal gerade das Feuerholz ab. Dann machen wir da gerade die Ernte zusammen fertig. Wir haben Herbst, das heißt, wir können wahrscheinlich auch schon wieder was einsehen. Müssen wir mal gucken, was genau. Feuerholz. Wo haben wir's? Brennholz. Holzstämme haben wir auch noch ein paar. Stöcke. Auch den Strohhut hätten wir natürlich mal verkaufen können. Aber gut, auch egal. So. Wir werden jetzt hier erstmal ernten, würde ich vorschlagen. Dann werden wir nochmal nach Gostovia gehen, mit Alvin sprechen. Gucken, ob wir unsere Angebetete jetzt heiraten können, auch wenn ich fast davon ausgehe, dass nicht. Und dann werden wir... Oh, wir haben nur 4 Dünger. Was können wir denn einsehen? Roggen könnten wir einsehen. Frühjahr oder Herbst, Roggen und Weizen. Ja, kann man eigentlich vergessen, weil wir haben keinen Dünger mehr. Soll heißen, wir werden jetzt ernten, alles verräumen und dann losgehen und auf einen Weg auch schon mal Dünger kaufen.
So würde ich mal vorschlagen. So, Kohl ernten. Na. So. Und ja, das mit dem Heiraten lassen wir dann erstmal, wenn es nicht gehen sollte. Also wir werden sie dann nicht einfach so ins Dorf holen, würde ich vorschlagen. Dann warten wir, bis wir mit der Quest soweit sind. Wir sollen insgesamt 15 Gebäude bauen, stand da. Allerdings scheinen die Gebäude, die wir schon gebaut haben, nicht mitzuzählen. Das, was ziemlich ärgerlich ist, wie ich finde. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, ne? So und so. Und dann haben wir hier noch Weizen. Das können wir noch ernten. Sehr schön. Dann werden wir eventuell in diesem Herbst ausfallen lassen, wa? Was ist mit Mohn? Ah, den können wir jetzt auch ernten. Da kriegen wir Mohn für. Ich weiß nicht, wofür Mohn gut ist. Ob wir damit kochen oder backen oder brauen. Na, brauen wohl eher nicht. Oh Mann, ey. Irgendwie will das nicht so, wie ich das will. Mohnernten stellt sich als schwierig raus. Ja. Oh. Ah, ein bisschen noch, dann haben wir es. Was steht denn bei Mohn bei? Mohn, 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 Mohn. Mohn. Feldpflanze wird im Herbst geerntet. Kann an der Werkbank zu schon Mohnsamen verarbeitet werden. Gut, dann müssen wir gucken, wofür Mohnsamen gut sind. Aber nicht jetzt. Jo. Die Bronzesichel weg. Hatten wir die Steinsicheln auch mitgenommen? Tatsache. Können dann auch hier bleiben. Hafer bleibt erstmal hier. Mohn bleibt erstmal hier. Weizen bleibt erstmal hier. Genau. So. Hier nochmal alles ausräumen. 144 Kohl. Kohlsamen. Roggenkorn. So, müssen wir haben, ne? Irgendwas kurz vorm Ablaufen, dass wir es verkaufen können. Nö. Schade. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir rennen zu Alvin. Gucken mal, ob wir unsere Angebetete heute heiraten können. Ob wir dann einfach nur einen Tag warten mussten. Das weiß ich nicht. Kann aber auch sein, dass wir warten müssen, bis wir die Quest dafür kriegen. Und dann gehen wir rüber nach Ida, sprechen mit Ida. Dann werden wir bestimmt wieder ihr Rätsel lösen müssen oder aber die Armbrust freikaufen müssen, eins von beiden. Und dann laufen wir einen Umweg über die ganzen anderen Dörfer, um Holzfäller zu finden. Und ja gut, jetzt kommt es darauf an, ob Alvin den Bogen von Sambor haben will, ich weiß es nicht. Oder ob wir da vielleicht auch in eins der anderen Dörfer rein müssen, dann wird das ja gleich auf dem Weg liegen, das wäre ja optimal. So. Alvin, ich komme. Ach, wir haben Alvin gar nicht ausgewählt. Deswegen zeigt er uns das nicht an. Alvin. So, da ist er. Alvin, bleib stehen. Hallo. Na, Alvin, was gibt's Neues bei dir? Etwas an dir ist anders. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie ich meine Zukunft vorstelle und was ich mir im Leben wirklich wünsche. Und ich will etwas Neues versuchen. Ich würde gerne lernen, wie man mit dem Bogen umgeht. Das klingt nach einer sehr ernsten Lebensentscheidung. Für mich ist es das. Würdest du mir helfen, diesen Jäger zu finden, der den Bogen verkauft? Ich weiß nicht, was ich auf dem Weg erwartet. Und du bist jemand, der sich mit gefährlichen Reisen auskennt. Eine unerwartete Reise hin und wieder zurück. Ich bin dabei. Großartig, geh voran. Wir können bei Falibor nachfragen, wo dieser Jäger genau auffällt. Ja, der will wohl zusammen. Boah, so, jetzt haben wir dann einen Hacken. Ja, ja, genau. Macht nichts, Alvin. Du musst jetzt leider miterleben, wie wir ein bisschen flirten. Kannst vielleicht noch was lernen? Gertruda. Romantik? Geht es dir? Nö.
Ich kann leider nur flirten, mehr nicht. Na gut, dann gehen wir einmal rüber, sprechen mit Falibor, ist das, glaube ich, ne? Der wird uns sicherlich sagen, dass das Sambor ist. Dann sprechen wir mit Inga. Ida hieße, glaube ich, ne? Die hat dann wahrscheinlich wieder ein Rätsel für mich oder will unser Geld haben, eins von beiden. Dann bringen wir Alvin weg nach Sambor. Und dann werden wir die Dörfer oben abklappern, in der Hoffnung, einen geeigneten Holzfäller zu finden. Irgendwie so. So, Falibor, du bist in deiner Hütte, ja? Hallo, du hattest vor einer Weile erwähnt, dass du einen Jäger kennst, der Bogen verkauft. Könntest du uns vielleicht verraten, wo wir ihn finden können? Sicher allerdings ist der Jäger eine Jägerin. Ihr Name ist Gisela. Sie lebt in Lesnica, einem Dorf westlich von hier. Vielen Dank. Seid in den Wäldern auf der Straße auf der Hut und auch vor Gisela. Sie kann recht aufbrausend sein. Werden deinen Rat beherzigen. Danke dafür. Oh! Wir müssen nach Lesnica. Ist ja nicht so, als wenn wir da nicht gerade gewesen wären. Aber egal. Ida? Ida! Diesmal brauche ich Domagois Armbrust von dir. Oh nein, nicht schon wieder. Mit dir spiele ich nicht mehr. Ach komm schon, sei nicht so. Nein, das kannst du vergessen. Wie viel willst du denn dafür? Auch deine Münzen helfen dieses Mal nicht. Du müsstest etwas für mich tun. Wir haben nicht viel Zeit. Es dauert nicht lange. Ach, also gut. Was soll ich machen? Du musst mir ein paar Fische besorgen. Und wehe es, sie sind nicht frisch. Ich habe keine Zeit, mich mit dir zu streiten. Du sollst deine verdammten Fische haben. Muss ich jetzt echt angeln gehen? Lass mich raten, die will auch noch bestimmte Fische haben. Aber oben in Lesnica war ein Fischer. Da können wir bestimmt Fische kaufen. So, lasst uns doch einmal die Dörfer abklappern, ob wir da nicht einen geeigneten Holzfäller für uns finden. Das wäre doch mal ideal. Die Jahreszeit hat gewechselt. Wechseln dann auch die Personen am Lagerfeuer? Ich weiß es nicht. Ich schaue vorsichtshalber mal nach. Nicht, dass jetzt hier ein guter Holzfäller sitzt und wir rennen den ganzen Tag hier rum und suchen einen. Jo, wer steht zur Auswahl? Du? Ohne mehr? Du kannst nicht Holz fällen, oder? Nee, das ist Jagen auf 3. Rademir steht nicht zur Verfügung. Bogner wird noch zur Verfügung stehen. Na gut, dann geht's leider weiter bis zum nächsten Dorf. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache das so. Ich klapper die Dörfer ab und hole euch dazu, wenn irgendwas passieren sollte oder wenn wir einen geeigneten Holzfäller finden. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, tschüss.